Los geht's mit der Tour de France mit Simon Geschke. Ich begrüße euch und habe mal ein kleines Profil zusammengestellt. Wir haben ja darüber gesprochen, sollen wir eine benutzerdefinierte Tour de France fahren oder die originale? Und die originale Tour könnt ihr anscheinend auch nicht mehr sehen, wenn ich die Kommentare richtig gedeutet habe. Also wir starten mit hügeligen Etappen, die unfassbar viele Bergwertungen drin haben. In Cluses geht die Tour de France dann hier für uns los nach Champéry. Gleich mal Berge der dritten Kategorie, da kann man ordentlich Punkte sammeln. Auch die zweite, dritte Etappe gibt es ordentlich kleine Bergwertungen, bevor dann am vierten Tag die Fahrer zum ersten Mal am Ohr-Kategorie-Berg ihre Muskeln testen können. Dann geht es nach Alpe d'Huez, aber auch da gibt es unterwegs einiges zu holen. Bagnères de Luchon nach dem Ruhetag, dann eine kurze Bergetappe, 66 Kilometer. Ich habe natürlich versucht, auch immer mal so ein paar Ruhephasen mit einzubauen. Also hier so Etappen, wo man einfach auch mal die Füße hochlegt und sagt, okay, die beiden Berge der vierten Kategorie interessieren uns nicht. Dann geht es zum Col de Turigny. Auch da gibt es wieder frühe Bergwertungen. Da habe ich immer darauf geachtet, dass wir eben mit dem nicht ganz so starken Simon Geschke uns überall so ein paar kleine Punkte eben doch ergaunern können. Nach La Plandia geht es. Dann starten wir bei Loriot zu Hause, da gibt es dann auch hinten raus nochmal die Möglichkeiten, auch Etappen zu gewinnen mit Simon Geschke. Oder wenn Simon Geschke eben komplett raus ist, mit Laurent Fignon dann eben doch mal in den Gesamtwertungskampf mit einzugreifen. Also auch da sind wir mit am Start. Wir haben natürlich mit Guillaume Martin auch noch einen super Ausreißerhelfer, der so ein bisschen unser Partner in Crime sein wird, wenn wir vorne am Start sind. Wir richten alles auf Geschke aus, auch wenn Guillaume Martin natürlich hier vom Spiel aus der eigentlich stärkere Fahrer ist, aber Geschke ist unser Kapitän. So, ein Zeitfahren habe ich mit eingebaut, das kann uns eigentlich ziemlich egal sein, aber da werden wir dann Richtung Gesamtwertungskampf mal drauf schauen, weil ja auch Jan Ullrich parallel mit am Start ist mit seinem Team Telekom. Da wollen wir mal schauen, ob Ulle ebenfalls so dominant sein kann, wenn wir nicht in seinem Kopf sind. Dann geht es nach Otakam, da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zur aktuellen Tour de France. In der dritten Woche, da geht es La Super Planche de Belfi nochmal nach oben, es gibt die Kopfsteinpflaster-Etappen, Arenberg, Port du Hainaut sind für Geschke und so weiter auch nicht so interessant. Aber da finde ich einfach, was macht das mit so einer Gesamtwertung, wenn man ein Kopfsteinpflaster-Rennen nochmal auf die 18. Etappe setzt? Gerade auch so eine schwere Tour de France, da bin ich einfach gespannt, wie das Spiel reagiert. Dann nochmal ein paar Bergwertungen. Der Mont Ventoux am vorletzten Tag finde ich eigentlich eine geile Idee. Natürlich normalerweise nicht unbedingt möglich. Ich weiß es jetzt gar nicht genau, wie weit das von Paris weg ist. Da bin ich immer ein bisschen überfragt, aber auf jeden Fall endet die Tour de France dann auch in Paris. Wir starten jetzt aber erstmal rein in Cluses, gehen einfach mal auf Spielen und wir werden von Beginn an jetzt mal draufbleiben auf der Etappe, weil wir wollen natürlich dort mit Simon Geschke gleich in die Ausreißergruppe kommen. Favoriten Eddy Merckx, Vinokourov und Jan Ullrich heute für den Tag. Da sieht man schon, dass Ulle halt wirklich, wirklich stark ist und Vinokourov vielleicht ein bisschen zu stark. Das muss man auch dazu sagen. Also Laurent Fignon bei uns, unser Kapitän, Berg 81, Hügel 80, ihn werden wir eigentlich eher nur selten steuern. Wir kümmern uns um den guten Simon Geschke mit Antritt 76, Hügel 76, sollte er heute gut sein, wenn es dann sehr, sehr steil in die Berge geht, dann müssten wir wirklich gutes Kraftmanagement machen, damit wir einfach möglichst lange in den Gruppen bleiben und überall so ein paar Punkte hamstern, anders wird es nicht gehen. Also Guillaume Martin mit Berg 78, Hügel 77, mit ihm wäre das schon deutlich leichter, genauso auch mit Jon Izagirre, mit Jesus Herrada, da gibt es schon deutlich stärkere Bergfahrer, aber die werden wir uns immer wieder mit in die Gruppen reinnehmen, damit die uns eben auch schützen. Also wir gehen rein mit Simon Geschke, wir haben hier einiges als Ausreißermaterial, auch Benjamin Thomas und Max Walscheid kommen da sicherlich in Frage für Sprint 73 bei Max Walscheid, da könnte man vielleicht dann auch mal versuchen, den Sprintetappen zumindest ein klein wenig vorne mit reinzuhalten. Jetzt schauen wir erstmal nach Simon Geschke, der Mann, der bei der Tour de France den Heartbreaker ja einfach hatte zum Schluss. Ich glaube, die Bilder, wo er da weinend auf dem Asphalt sitzt, sind uns alle irgendwie noch im Gedächtnis geblieben. So, geht auf jeden Fall gleich vorne schön berghoch. Prügeln wir uns hier mal durch, wenn wir dürfen. Und dann gehen wir auch gleich mal los. 5 Kilometer noch. Bis zur ersten Bergwertung, muss mich jetzt natürlich auch erst wieder ein bisschen umgewöhnen, Ausreißergruppen habe ich nicht mehr so häufig gespielt in letzter Zeit. Ein bisschen habe ich die Daten auch angepasst bei einigen Fahrern, also bei Marco Pantani und Co., damit die einfach jetzt bei dieser Tour de France auch ein bisschen stärker sind als vorher. So, da kommen auch schon einige mit, Dombrowski kommt mit,
Wir haben Hugo Uhl und wir haben Matze Gogel, der da mitkommt. Wir warten mal auf die Gruppe. Können wir ein bisschen besser regenerieren. Also eine ordentliche Gruppe, aber jetzt keine Gruppe, wo wir sagen, ja, die können wir nicht wegsprinten an den Hügeln. Ich mache nochmal ganz kurz das Profil drauf. Dritte Kategorie, zweite Kategorie, dritte Kategorie. Also da kommt alles relativ schnell hintereinander. Ich bleibe jetzt hier mal sitzen und gehe nicht dauernd aus dem Sattel. Ich hoffe mal, dass uns das gleich in die Karten spielen wird. Das Hauptfeld mit 58 Sekunden. Lassen die da schon mal ein bisschen locker. Ciccone hat jetzt auch Bock, vorne hinzufahren. Der wäre natürlich suboptimal. Rotes Geld spare ich mir auch nochmal, weil es kann schon sein, dass wir den roten Balken bis gleich dann eben auch regeneriert haben, bis der Sprint hier losgeht, so bei 800 Metern oder so. Sieht eigentlich gerade ganz gut aus. 1:10, Bouchard kommt da jetzt noch. Auch ein guter Kletterer, der ja auch schon Bergtrikot gewonnen hat, unter anderem bei der Vuelta. Dombrowski geht vorne steil. Da kommt gleich eine Kurve. Okay. Jetzt müssen wir aber bald auch mal. Ich gehe mal mit Geschke. Ich glaube, die Konkurrenz hat sich hier ein bisschen platt gefahren. Und dann sollte das doch relativ easy auch reichen. Also Geschke holt sich die ersten zwei Punkte. Der Tour de France, genau so soll es sein. Bouchard, ja, der Abstand war sogar relativ groß. Wir hätten uns wahrscheinlich ein bisschen Energie sparen können. Wir bleiben gleich mal drauf. Der nächste Berg kommt ja sofort. Der Berg der zweiten Kategorie ist nicht lang hin. Sind jetzt nur 4,9%, aber wir gehen hier trotzdem mal in... Alter, in die Aerodynamik. Jetzt richtig schön weggeballert worden. Das war nicht gut. Da wäre ich voll reingefahren. Alter, was mache ich denn hier gerade? Warum bremse ich denn dauernd wie ein Vollidiot? Müssen wir erstmal die Lücke wieder zufahren. Das ist nicht so clever gewesen. So, also das war ziemlich dumm. Aber wir können hoffentlich dann gleich am Berg wieder regenerieren. Vorne nochmal eine Tempoverschärfung. So, das hat unnötig Energie gekostet. So, hinten, das Hauptfeld nimmt auf jeden Fall raus. Deswegen können wir hier auch ein bisschen ruhiger sein. Da kommt jetzt Dombrowski, der wieder meint, er müsste ein bisschen schneller fahren. Wir hängen uns mal an ihn dran. So, Ciccone immer noch 20 Sekunden dahinter. Das wäre auch gut, wenn das so bleibt. Dahinter die Gruppe Fortunato. Das wäre auch ein Fahrer, der uns sicherlich die Bergpunkte streitig machen könnte hier zum Start. Aber das Bergtrikot wird natürlich dann auf den harten Bergetappen entschieden. Okay, Gruppe Armstrong, jetzt geht's aber los. Gruppe Ulrich. Bei jedem Brand die Feuerwehr. Bei Toursieg aber Ulrich her. So, Ciccone ist da. Das ist ja so semi-wunderbar. So, vorne setzt sich Bouchard jetzt gerade ab. Die Lücke mal zu, weil ich die Punkte unbedingt haben will. Wir können es uns ja auch noch leisten. Es gibt dann nach dem Berg der dritten Kategorie eine lange, lange Abfahrt. Wichtig ist jetzt erstmal nur der rote Balken. Der blaue Balken sollte eigentlich easy passen, jetzt auch auf der ersten Etappe. Da gibt es noch keine schlimme Regeneration oder sonst was. So, Ciccone fährt das dann gleich von vorne. 1,6 Kilometer noch. Also, wie gesagt, normalerweise werde ich natürlich wieder schneiden, aber ich wollte jetzt den Fight zu Beginn auch mal von Anfang an jetzt hier mit reinnehmen. Und ich finde, es macht schon Spaß, wenn man sich auch so eine eigene Tour de France zusammenbaut. Da können wir sicherlich auch irgendwann nochmal zu Ulle zurückkehren und uns eine Mördertour da rein knödeln. Jetzt versuchen wir erstmal mit Geschke auf Etappenjagd zu gehen und natürlich auch häufig mal mit zwei, drei Fahrern in Ausreißergruppen zu kommen. So, die sind früh draußen. Die waren wirklich sehr, sehr früh draußen. Wir sind zwar jetzt auch platt, aber das holen wir uns auch easy. Also 5 Punkte sind jetzt schon 7 Punkte für Geschke. Berg der dritten Kategorie, den nehmen wir auch gleich noch mit. Die Konkurrenz bislang noch nicht so clever.
an den Hügeln, aber die arbeiten natürlich auch ein bisschen mehr als der gute bärtige Geschke das macht, der sich aber natürlich für uns rasiert hat. Wer rasiert, verliert, sagt man normalerweise, aber bislang ist der Bartträger der Sieger. Fabio Jakobsen schon abgehängt, ganz, ganz stark. Kann man mal machen, so noch 12 Metern in die Tour de France rein. Gestern auch das Statement von Primož Roglič gelesen. Ich war ja früher ein großer Roglič-Fan. Bin davon ja ein bisschen abgekommen in den letzten ein, zwei Jahren. Gab so einige doch durchaus ein bisschen unsympathische Moves bei Primož Roglič. Und dieses Statement von Jumbo ist einfach eine Frechheit. Einfach die absolute Frechheit. Man kann ja vieles zu dem Sturz sagen, aber dass Fred Wright da jetzt sich absichtlich böse verhalten hat oder sonst was. Also das ist schon so eine Opferrolle, in der Jumbo sich nicht sehen sollte. Fred Wright hat nichts falsch gemacht. Das war, wie man in der Formel 1 sagen würde, under investigation. Und dann wird gesagt, war ein normaler Rennunfall. Leute, keine Strafe, es war ein normaler Rennunfall. Ist natürlich bitter für Primož Roglič, der super drauf war und vielleicht Remco noch hätte schlagen können. Aber so holt man sich einfach keine Sympathien. Wirklich 0,0. So, der Monte de Getz, 3,8 Kilometer, 5,1%. Hugo Ull, Dombrowski, Bouchard. Tempo ist jetzt natürlich auch ein bisschen gemäßigter. Hinten sind Gruppen abgehängt. Was ist da denn los? Remco ist raus. Mit Jens Vogt und so weiter. Jakobsen, ja, interessant. Sehr, sehr interessant. Wir haben natürlich hinten Laurent Fignon, den wir aber nur selten einsetzen werden. Eher mal als Helfer vielleicht von Geschke. Oder wenn eben gar nichts geht, dann spielen wir mal eine Bergankunft mit Laurent Fignon. Aber der wird wenig Chancen haben. So, Matze Gogel. Heißt der überhaupt Matthias? Nein, er heißt Michael. Ich weiß es gar nicht. Wie heißt denn der überhaupt mit Vornamen? Ich vergesse immer seinen Vornamen. Bei den Vornamen mit M, weil ich ja selber Michael heiße, bin ich einfach nicht so stark. So, mal schauen. Wann gehen die Kollegen hier los? Boah, das wird eng. Das wird sehr, sehr, sehr eng. Aber wir schaffen es. Jawohl. Nochmal 2 Punkte für Geschke. Jetzt machen wir den ersten Cut. 9 Punkte, wenn ich jetzt richtig mitgedacht habe. Haben wir uns schon mal geholt auf der Etappe. Wir haben nur noch 1,44 Vorsprung hinten. Das wird also doch ein bisschen ein engeres Höschen. Das Hauptfeld macht Tempo, weil eben andere Mitfavoriten wie Remco Evenepoel schon abgehängt sind. Also, das wird schwierig, aber der Berg der ersten Kategorie kommt. Wenn wir dort auch siegreich sind, dann wäre das natürlich super. Wir gehen rein, der Berg der ersten Kategorie. Hauptfeld immer noch so, rund 2 Minuten irgendwas hinten dran. Hier sind es immer noch 6 Fahrer. Allerdings arbeiten auch nicht alle mit. Meistens machen Dombrowski und Ciccone vorne das Tempo. Wir konnten jetzt das blaue Gel nehmen. Wir können auch das rote Gel komplett nehmen. Deswegen können wir uns jetzt hier auch an Dombrowski einfach mal dranhängen. Weiß nicht, ob alle Fahrer das jetzt bis oben noch so gut mitschaffen. Oben bleibt es steil. Wir sind jetzt hier zwar im steilsten Bereich mit 9,5%, aber es bleibt oben heftig. Dombrowski fährt hier konstant mit der 100 hoch. Geschke hat da natürlich ab und zu mal seine Probleme. Jetzt können wir das rote Gel nehmen. Können eigentlich auch ein bisschen durchdrücken. Nochmal ganz kurz nochmal losgehen. Da sind jetzt einige schon früh durch. Kommen zwar jetzt nochmal ran, aber ich glaube kaum, dass die uns jetzt hier schlagen können. Ciccone, Dombrowski, da oben sind die Bergpunkte für uns bereit. Ciccone kommt, wir lassen ihm ein bisschen Luft, aber wir holen uns die 10 Punkte, super wichtig, also maximale Ausbeute für Geschke hier bislang auf der ersten Etappe, haben wir glaube ich von den Kräften her ganz gut gemacht, wir gehen mal wieder auf das Profil, wir sehen es kommt jetzt noch ein Berg der dritten Kategorie, zwischendrin die Verpflegungszone, Sprintwertung, wo wir natürlich nichts mit zu tun haben, aber es läuft richtig gut, Geschke vor Bergtrikot, das ist ein guter Start hier in die Tour de France. So, auf die Sprintwertung gehen wir natürlich trotzdem ein. Die wollen wir uns holen. Gar keine Frage.
Wenn wir jetzt schon mal da sind. Der Bart im Wind weht. So, 1,27 nur noch für das Hauptfeld. Aber klar, erste Etappe Tour de France. Da will sich jetzt auch keiner eine Blöße geben. Ist natürlich eine sehr, sehr schwere erste Etappe. Das hat man selten so. Okay, leicht ansteigend der ganze Schmarrn. Kommen wir dann nochmal rum an Ciccone vorbei. Jo, relativ easy sogar. Also super Ding. Geschke holt sich auch den Zwischensprint. Der gute Antrittswert. Der ist halt echt Gold wert mit Ciccone. Mit Geschke. Rudi Altig da hinten jetzt. Na klar, die wollen zur Sprintwertung. Da gibt es jetzt nochmal Punkte rund ums grüne Trikot. Das werden wir uns heute wahrscheinlich nicht holen. Aber immerhin das Bergtrikot haben wir schon mal sicher auf den Schultern. Da sollte eigentlich nichts mehr passieren. Der Pas de Morgin. Sollten wir eigentlich noch vor dem Hauptfeld schaffen. 32, 33 Sekunden sind es da jetzt noch auf Rudi Altig und Co. Mal schauen, hier wird natürlich voll durchgeballert. Aber die zwei Punkte, die würden wir uns gerne nochmal gönnen, sind nur zwei Punkte. Aber das läppert sich. Später gibt es natürlich an den Ohr-Kategorie-Anstiegen 20 Punkte. Das ist dann nochmal was ganz, ganz anderes. Da werden Fahrer auf einer Etappe über 60, 70 Punkte holen. Aber vielleicht können wir da, wie gesagt, mit Geschke ja auch immer mal so ein bisschen mit reinstechen. Ich versuche ihn auch mehr oder weniger die komplette Etappe zu steuern. So, da steht Roglic auf der Straße. Ein unverbesserlicher. Nein, Quatsch. Roglic ist jetzt ja auch keine Persona non grata oder wie man es auch immer nennen will. Ist ja trotzdem noch ein guter Typ, aber wie gesagt, so ein paar Aktionen finde ich einfach nicht so nice. So, oben wird es ein bisschen flacher. Können wir schon mal antesten. Noch kommt keiner. Okay, interessant. Und jetzt können wir es eigentlich auch durchziehen. Also, unsere Gruppe hier ist jetzt nicht wirklich overpowered. Kann man nicht so... Ah, die sind alle platt. Ja, Hammer. Also, Geschke geht hier alleine los. Dombrowski würde ich gerne mitnehmen. Man sieht es auch an unserem blauen Balken, dass wir da ordentlich gelitten haben. Also da hat die Konkurrenz sich hier ein bisschen platt gefahren. Hinten Gruppe Eddy Merckx nur noch 41 Sekunden dahinter. Der nächste Berg der ersten Kategorie ist ein ganz schönes Stück weg, aber da ist auch ordentlich Abfahrt mit drin. Mit einer guten Abfahrt. Und selbst wenn wir in der Gruppe Merckx nur drin bleiben, können wir uns ja da vielleicht trotzdem die Punkte raussichern. Am Berg der ersten Kategorie mit Simon Geschke wird schwierig werden. Tempo wird bestimmt nicht niedrig sein. Aber wer weiß. Also wir gehen mal hier rein in die Abfahrt und dann schauen wir mal am Fuß des Erstkategorieberges, wie die Situation da ist. So, richtig geile erste Etappe. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Hinten sind es jetzt 85 Fahrer. Die Gruppe war eben schon deutlich kleiner. Hugo Ulk versucht da nochmal nach vorne zu kommen. Wir haben Dombrowski, der uns irgendwie in der kompletten Abfahrt auch getragen hat. Der ist dauernd durchgesprintet. Ich habe mich einfach ans Hinterrad gehängt und da, wo er nicht wollte, da habe ich dann eben nochmal ein bisschen gemacht. Wir können hier aber mitarbeiten. Ich will ihn jetzt gar nicht die ganze Zeit selber schaffen lassen, außer er attackiert natürlich wie gerade. Dann hänge ich mich da gerne dran. Aber wenn wir den Berg jetzt auch noch mitnehmen, das wäre super. Vielleicht kann ich ihm jetzt sogar ein Schnippchen schlagen, indem ich ihn abhänge. So ein bisschen assi jetzt der Move. Hinten kommt Quintana. Wir schauen mal, welche Konkurrenz da jetzt mit nach vorne springt. Hauen mal die Steuerung rein. Und können ja ballern. Wir haben auch noch blaues Gel. Das können wir jetzt auch gleich hinten wahrscheinlich den Kollegen mal an den Kopf schmeißen. Hätten wir wahrscheinlich schon vorher machen müssen. Da sehe ich nämlich jetzt schon einige Fahrer nicht mehr. Thomas und Walscheid sind schon weg. Ja, Mai. Die sind jetzt eben mehr oder weniger im Gruppetto am Start. Da schauen wir später nochmal vorbei. Werde ich eh vergessen. So, Dombrowski kommt anscheinend vielleicht nochmal ran. Gehe nochmal ein bisschen schneller durch. 24 Sekunden, 5 Kilometer sind's. Ich nehme mal ganz kurz ein bisschen raus und nehme bei uns auch mal das blaue Gel. Es sind noch 16 Kilometer. Kostet natürlich Energie. Uns geht's jetzt auch nicht primär um den Etappensieg. Wäre natürlich nice, wenn wir das holen würden. Aber es geht uns eigentlich mehr um die Bergpunkte da oben. So, Vincenzo Nibali hinten attackiert. 77 Fahrer drin in der Gruppe. Wir fahren nicht viel langsamer als das Hauptfeld momentan. Ja gut, jetzt Thibaut Pinot da mit einer Attacke. Aber es sind 20 Sekunden. Natürlich auch noch ein Stück bis oben hin. Wir nehmen mal rotes Gel. Wir hoffen, dass das blaue bis oben auch reicht.
Schauen wir mal. So, wie schaut der Berg denn aus? Oben wird es ein bisschen flacher. Ach, guck mal, Dombrowski ist wieder da. Oder, ach, Nibali ist da. Ja, Mensch, servus. Ist ja super, dass du da bist. Dann nehme ich doch gleich mal mit. Das holt mich ja richtig ab. Es sind immer nur noch 7 Sekunden nach hinten. Das Hauptfeld geht los. Kupama arbeitet und am Hinterrad von Nibali, da verreckt Geschke gerade. Das ist eben das, was uns dann wahrscheinlich in den Hochgebirgsetappen ein bisschen bläuen wird. Mit dem Bergwert von 72. Wenn dann ein normaler Bergfahrer einfach ein normales Tempo hochfährt, dann muss Geschke einfach aus dem Sattel gehen. Das killt ihn jetzt. Da werden wir auch bis oben hin wahrscheinlich nicht mehr kommen. 9 Sekunden sind's. Kupama hat heute Bock. So, Nibali nimmt ein bisschen raus. Bedeutet aber, dass natürlich auch gleich das Hauptfeld rankommt. So schaut's aus. Wir bleiben hier mal dran. Versuchen mal hier vorne noch mitzufahren. Und uns dann vielleicht die Bergpunkte zu ergaunern. Da haben wir auch Ulle mit der 201. So, Tempo ist hoch. Wir haben natürlich kaum noch roten Balken. Aber wenn ich hier irgendwo mit rüber käme, wäre total nice. Da vorne sehen wir es. So, komm schon. Komm schon, Simon. Das schaffen wir. So, zieh durch. Jawohl, also auch den Berg holen wir uns, obwohl das Hauptfeld uns geschnupft hatte. So, jetzt gibt es hier eine Abfahrt. Bleiben wir mal drauf. Ist nicht mehr lang bis ins Ziel. Lange erste Etappe, aber klar, viel Action mit drin. Jetzt können wir hier sogar noch mal ein bisschen regenerieren. So, haben wir uns sogar leicht abgesetzt, aber wirklich nur minimal. Das wird allerdings jetzt bis ins Ziel nicht funktionieren, deswegen nutze ich die Zeit lieber, um zu regenerieren. Da jetzt durchzuballern, macht keinen Sinn. So, haben wir auf jeden Fall den roten Balken schon wieder. Wir gehen mal aufs allgemeine Profil. Jetzt geht es nämlich nochmal in den Anstieg rein und da wird die Konkurrenz jetzt richtig losballern. Da werden wir mit Geschke wahrscheinlich keine Chance mehr haben. Bleiben trotzdem mal auf Geschke, das ist ja unser Primärfokus. Schaut es bei den anderen aus. Laurent Fignon sieht eigentlich noch ganz fresh aus. Wir holen uns mal Guillaume Martin an die Seite. So, die beiden da vorne, die müssen wir jetzt nicht wieder zufahren. 6,5 Kilometer sind es noch. Es geht jetzt fast nur noch bergauf, auch wenn es nicht so richtig steil bergauf geht. Wird das der Tod sein von Simon Geschke, aber für uns war wichtig, den Berg der ersten Kategorie noch zu holen. Da fliegen wir jetzt gerade richtig durch. Und dann gehen wir auf die letzten Kilometer, sobald Geschke ist, tot ist. Vielleicht dann noch mit Laurent Fignon. Dann mit Gino Bartali. Aber dass wir jetzt jede Bergwertung für uns entschieden haben, ist schon stark. Auch wenn es jetzt die finale Bergwertung natürlich nicht werden wird. Gleich ist er durch, der Gute. Aber ich glaube, Laurent Fignon hat da jetzt auch seine Problemchen. Dann nehmen wir mal die roten Gele. So, Bjarne Ries fällt da zurück, weil Wout van Aert ihn wegdrängt. Und dann gehen wir mal zu Laurent Fignon, weil wie gesagt, Geschke wird hier keine Chance mehr haben. Nehmen mal das rote Gel mit dem Franzosen. Dann haben wir wenigstens so ein bisschen Unterschied noch mit drin. Aber krasse erste Etappe halt der Tour. Sollte man in der Realität, ja gut, wahrscheinlich nicht machen, weil dann hat man wahrscheinlich das gelbe Trikot von Tag 1 bis zum letzten Tag vielleicht beim selben Fahrer. Vorne Vinokurov mit einer typischen Vino-Attacke. Kurz vorm Ziel nochmal abgesetzt. Da hat er echt einen Riecher für gehabt. So, und jetzt schauen wir mal, wie schaut es bei Geschke aus. Der ist jetzt auch rausgefallen. Ansonsten hätten wir noch Issa Gire hier vorne drin. Nehmen wir nochmal als Beschützer, auch wenn es keinen Sinn macht. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht weggeklemmt werden. Leider kein rotes Gel mehr. Das haben wir, hat der Fahrer halt zu früh gebraucht. Vorne 1 Kilometer bis zur Bergwertung, aber es sind 1,8 Kilometer.
bis ins Ziel. Roglic, Toni Rominger hier wieder mit der Startnummer 1. Da geht es, glaube ich, einfach nur nach Alphabet, oder? In der Startliste. So, da kommen wir vorne, glaube ich, nicht mehr hin. Mit Laurent Fignon. Schauen wir mal. Da haben wir es. Wo ist Ulle? Ulle ist vorne mit am Start. Der holt sich einen Punkt. Gino Bartali holt sich zwei. Laurent Fignon kommt da jetzt auf die letzten Meter. Aber er wird wahrscheinlich ein paar Sekunden verlieren. Da sind wir nicht ganz mitgekommen. Schade, aber nicht so schlimm. Wirklich völlig egal. Laurent Fignon, wenn der Rückstand hat, holen wir uns den mit in die Ausreißergruppe. Als Helfer von Geschke. Alles für den Geschke, alles für den Club. Lief mega, macht auch mega Spaß, endlich mal wieder in den Ausreißergruppen am Start zu sein. Und die Profile sind halt geil. Also ich finde, das war eine sehr nice Etappe. Das hat richtig Spaß gemacht. War, glaube ich, auch jetzt für das Profil, so lange auf so einer Etappe draufgeblieben, sind wir schon nicht mehr, seit wir mit Ulle noch in den Kinderschuhen gesteckt haben. Im Pro-Kapitän-Modus. So, wer ist noch unterwegs? Fabio Jakobsen, aber ich glaube, er hat es geschafft, rechtzeitig noch ins Ziel zu kommen. Jo, das ist nicht so wichtig. Etappensieg war uns auch egal. Wer hat die Etappe jetzt gewonnen? Müssen wir nochmal drauf schauen. Wahrscheinlich Ulle, oder? Nee. Natürlich Eddie. Punktewertung. Ach, geil. Und Nachwuchsfahrerwertung ist Ulle aber vorne. Also grünes Trikot für Geschke. Auch nicht schlecht. Nehmen wir. jo, also 8 Sekunden Rückstand. Geschke mit 2,29. Ist gut, wenn er da ein bisschen Rückstand hat. Für die Gesamtwertung sollte er keine Gefahr sein. Wir holen schon mal 31 Punkte für die Bergwertung. Das ist ziemlich gut für den Start. Merckx vor Ulle und Fausto Coppi. Das ist also auch wieder der belgische Doppelsieg, den wir ja so häufig bei uns hatten. Eddie Merckx sogar mit schlechter Tagesform. Der wird also wieder mal kaum zu schlagen sein. 31 Punkte für Geschke. 20 Punkte, da sind wir punktgleich mit Eddie Merckx. Das war halt keine typische Sprintankunft, deswegen gab es 20 Punkte. Nachwuchsfahrerwertung ist Ulle vorne und in der Teamwertung, da sind wir auf der 9. Also, das war ein schöner Start. Wir machen auf jeden Fall noch die zweite Etappe. 141 Kilometer sind es von La Ravoire nach Vaujany, beziehungsweise ich schaue gleich mal, wie lange jetzt das schon war, weil ich muss, wie gesagt, ein bisschen haushalten mit meinen Kräften, weil ich viel jetzt auch lernen muss für den Job. Ist ja jetzt nicht einfach nur ein neuer Job, sondern es ist generell alles neu. Da muss man viel sich abends auch hinsetzen, das Ganze nochmal durchpauken in den Kopf. Deswegen muss ich schauen, dass ich meine Zeit gut einteile. Also, zweite Etappe, La Ravoire, Vaujany, entweder jetzt direkt im Anschluss oder in der nächsten Folge.